Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich mit euch die Klüngelbux nähen. Das ist mein ganz neuer Schnitt und das Tolle an der Klüngelbux ist, die gibt es für Kinder, für Frauen und für Männer. Also einmal für die ganze Familie. Ich möchte heute mit euch die schnellste Variante nähen. Das ist jetzt hier die Kinderhose, die ich genäht habe, einfach weil es besser aufs Bild passt, als wenn ich so eine große Hose nähe. Aber das Prinzip ist bei allen Hosen wirklich komplett das gleiche. Wir haben hinten Abnäher, wir haben vorne Taschen. Im E-Book findet ihr auch noch weitere Taschen erläutert. Ich mache jetzt wirklich die blitzschnelle Variante ohne Po-Taschen mit aufgesetzten Taschen vorne und mit einem normalen durchgehenden Gummibund. Da gibt es auch noch weitere Varianten im E-Book. Schaut euch das einfach mal an. Ihr könnt auch einfach immer zwischen dem E-Book und dem Video wechseln. Dafür mache ich euch in der Videobeschreibung die einzelnen Punkte nochmal, dass ihr direkt hier hinspringen könnt, wo ihr hin möchtet. Wundert euch bitte nicht, dass ich hier bei dieser Hose ein bisschen schummeln musste, denn ich hatte zu wenig Stoff und musste hier so ein paar Nähte einbauen, die eigentlich nicht im E-Book vorgesehen sind. Wie das geht, habe ich auch vor kurzem auf Instagram mal gezeigt. Da habe ich ganz einfach ein paar Stoffstücke von einem Cord zusammengenäht, habe das Ganze hier aus dem Schnitt rausgelassen, mit Nahtzugabe zugeschnitten, dazwischen genäht. Also eigentlich ganz, ganz simpel, macht aber natürlich einen sehr süßen Effekt. Ja, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß beim Nähen. Und ich hoffe sehr, die Hose macht euch genauso süchtig wie mich, denn es macht einfach super viel Spaß, sie zu nähen. Wir starten bei der Hose mit dem Schnittteil der Hinterhose und wollen hier als allererstes die Abnäher nähen. Das ist wichtig, wenn ihr nach dem Zuschnitt erstmal die beiden Knipse hier oben übernommen habt und anschließend könnt ihr das Schnittteil abnehmen. Jetzt müssen wir uns aber noch die Abnäherschenkel einzeichnen. Dazu dreht ihr den Schnitt einmal mit der linken Seite nach oben. Ich hole es mal hier, das ist jetzt ein bisschen leichter zu zeigen. Und dann legt ihr nochmal den Papierschnitt drauf. Schaut, dass das überall hier am Rand richtig liegt. Und dann könnt ihr hier mit der Papierschere einmal, also nur im Papier, den Abnäherschenkel bis zur Spitze einschneiden. Und dann entlang des anderen Schenkels wegklappen, sodass wir hier so auf den Abnäher schauen können. Und den markieren wir uns jetzt. Das macht ihr am besten mit Schneidergerade. Ich mache es jetzt, weil es dieser helle Stoff ist und damit ihr es auch besser seht, einmal mit Bleistift. Könnt ihr einmal hier runter bis zur Spitze einzeichnen und dann die andere Seite. So sieht es dann aus. Und das gleiche macht ihr natürlich auch bei dem anderen Teil. Da müsst ihr das einmal umdrehen. Fertig. Wenn wir die Abnäher jetzt nähen wollen, ist es wichtig, dass wir auch die Abnäherspitze nochmal markieren. Deshalb piekse ich hier unten durch die Spitze einmal eine Nadel. Ich habe immer noch die linke Stoffseite oben liegen. Und also einmal wirklich nur so durch. Und dann kann ich mir hier oben, wo der Bund mal dran kommt, die beiden Knipse aufeinander legen. Und zwar so, dass diese Nadel an der Spitze in diesem Bruch, der entsteht, liegt. Und dann kann ich mir einfach von den Knipsen aus bis zu dieser Quernadel den Abnäher stecken und dann entlang der eingezeichneten Linie einmal den Abnäher abnähen. Und ich würde es euch auch empfehlen, näht nicht von der Spitze aus, sondern von oben aus. Dann könnt ihr nämlich hier schön über die Spitze hinaus nähen. Dann wird das hier ganz schön flach und man hat nicht so eine kleine Falte da. Wenn ihr den Abnäher genäht habt, dann müsst ihr ihn noch in Richtung der Schrittkurve bügeln. Ich habe das hier schon einmal gemacht. Und wenn ihr das bügelt, ist es ganz wichtig, dass ihr nicht nur den Abnäher bügelt, weil dann steht er hier so ein bisschen ab, sondern dass ihr wirklich hier einmal komplett drüber bügelt, damit das hier wieder schön flach liegt und man am Ende nicht so eine kleine Beule am Po hat. Falls ihr an eurer Hose jetzt Po-Taschen haben möchtet, also entweder die aufgesetzte oder die Pattentasche, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, das zu machen. Dann schaut mal ins E-Book, wie es da erklärt ist. Wir machen jetzt ohne Taschen weiter. Wir machen nun weiter mit den aufgesetzten Taschen vorne. Das heißt, die Hinterhose können wir nochmal beiseite legen. Die aufgesetzten Taschen vorne, das ist das gleiche Schnittteil wie der vordere Taschenbeutel bei den Eingriffstaschen. Sieht so aus. Ihr solltet am besten als allererstes hier diese schrägen Eingriffskanten mit so einem 2 cm breiten Streifen Bügeleinlage einmal fixieren, damit es nicht so ausleiert und am Ende absteht.
Und anschließend werden die schrägen Eingriffskanten sowie hier die äußeren Kanten einmal versäubert. An der Seite und oben, das könnt ihr einfach offen lassen. Im nächsten Schritt werden alle versäuberten Kanten einmal 1 cm nach links umgebügelt. Und hier diesen schrägen Eingriff, den könnt ihr dann auch schon absteppen. So sollten eure Taschen dann jetzt aussehen. Hier die Kante ist einmal abgesteppt und die anderen sind auch 1 cm zur linken Seite gebügelt. Jetzt kommen unsere Vorderhosen dazu. Nun kommen diese aufgesetzten Taschen, wie der Name schon sagt, einfach hier auf das Vorderteil drauf. Und zwar so, dass hier an der Seite und oben, wo der Bund dran kommt, das Ganze schön bündig liegt. Und das könnt ihr euch dann so einmal feststecken. Ihr seht schon, ich habe es jetzt nicht nur hier an den eingeschlagenen Seiten festgesteckt, sondern auch an der Seite und oben. Das heißt, wenn ihr es jetzt aufnäht, näht ihr es auch hier knappkantig auf und hier so mit ein paar Millimetern Abstand zu dieser Bügelkante. Einmal schön aufsteppen. Das gleiche natürlich auf dem anderen Teil. So einfach und schnell haben wir jetzt auch schon die aufgesetzten Taschen aufgenäht. Wenn ihr jetzt auch zusätzlich noch Cargo-Taschen möchtet, das sind diese Taschen an den Seiten, dann schaut ins E-Book, denn da müsst ihr ein bisschen anders vorgehen. Dafür müsst ihr nämlich zuerst die Seitennähte schließen. Wir machen das aber jetzt ohne die Cargo-Taschen und deshalb etwas anders. Also wie gesagt, Cargo-Taschen ins E-Book gucken. Wir machen jetzt weiter mit der Schrittnaht vorne und mit dem Fake-Beleg, Fake-Schlitz, wie auch immer man es nennen will. Dazu legen wir die beiden Vorderhosenteile rechts aufeinander. Und zwar hier oben an dieser kleinen Schrittkurve und an diesem angeschnittenen Beleg und stecken uns das einmal zusammen. Die Vorderhosen könnt ihr nun einmal hier unten und dann hier zusammennähen und hier habt ihr dann so eine kleine Ecke. Wichtig ist, dass ihr vom Vorderhosenschnittteil auch diesen Knips hier übernommen habt, denn da endet unser Fake-Beleg sozusagen. Das heißt, ihr näht auch noch hier von diesem Knips runter einfach so 2 cm, so ein ganz kleines Stückchen, die beiden Teile zusammen. Dann kann man das nachher schöner legen. Und anschließend könnt ihr auch hier das Ganze einmal versäubern. Es geht ein bisschen leichter, das zu versäubern, wenn man hier so ein bisschen einschneidet, dann kann man das besser legen. Wenn ihr das hier alles genäht habt, dann könnt ihr die Vorderhosen einmal so umklappen, sodass wir hier auf diesen Fake-Schlitz schauen. Und dann könnt ihr diese Kante, die sich hier gebildet habt, von diesem abgenähten Knips bis hin zur Naht einmal glatt bügeln, damit wir hier eine schöne Kante haben. Jetzt muss der Schlitz noch abgesteppt werden. Ich persönlich mache es immer so, dass ich das von rechts absteppe, weil dann das Nahtbild einfach schöner ist. Ich orientiere mich dann einfach hier vom Gefühl her, wo das Ganze verläuft und nehme dann hier entlang meinen Bogen. Ihr könnt aber auch das Ganze, wenn ihr das passende Untergarn drin habt natürlich, von der linken Stoffseite ausnähen und dann könnt ihr hier einfach so in der Nahtzugabe das Ganze einmal absteppen. So sieht es dann jetzt aus und die Vorderhose ist auch fertig vorbereitet. Jetzt wollen wir bei der Hinterhose auch die Schrittnaht schließen. Dazu legen wir die Vorderhose noch beiseite und nehmen uns die Hinterhose. Und hier legen wir jetzt auch die Schrittnähte rechts aufeinander. Stecken sie zusammen, nähen sie mit 1 cm Nahtzugabe zusammen und versäubern die Naht dann und bügeln die Naht in eine Richtung. Damit ist dann auch die Hinterhose fertig und wir können jetzt Hinterhose und Vorderhose zusammennähen. Dazu lege ich mir die Hinterhose mit der rechten Stoffseite nach oben vor mich und lege dann die Vorderhose rechts auf rechts darauf. Weil ich weiß, dass diese Frage ganz oft wieder kommen wird. Ja, es ist richtig, die Vorderhose ist schmaler als die Hinterhose. Das ist bei jeder Hose so, auch bei jeder gekauften. Hat einfach den Grund, dass der Körper ja auch nach hinten mehr Volumen hat. Wir haben die Waden, die Muskulatur, die nach hinten geht, den Po. Deshalb sind die Hinterhosen immer etwas breiter. Das passt natürlich trotzdem zusammen, denn es geht ja nicht darum, dass das so glatt aufeinander liegen kann, sondern dass einfach die Nähte aufeinander liegen können. Und das können sie. Wir fangen damit an, dass wir die äußeren Beinnähte rechts auf rechts zusammenstecken. Unten und oben sind die natürlich bündig. Und dann wird noch die innere Beinnaht zusammengesteckt. Und hier ist es dann wichtig, dass hier auch die beiden Schrittnähte aufeinandertreffen.
Die Beinnähte, also die äußeren und die innere, werden nun mit einem Zentimeter Nahtzugabe geschlossen und anschließend mit der Overlock versäubert und die Nahtzugaben so gut es geht zur Hinterhose gebügelt. Jetzt sind wir endlich an dem Punkt, wo man erkennt, dass wir ein Hosen nähen. Denn uns fehlt jetzt eigentlich nur noch der Saum und der Bund. Wir starten mit dem Saum, das ist nämlich ganz einfach. Dazu wird einfach hier unten die Kante zweimal jeweils 1,5 cm nach links umgeschlagen. Das Ganze schön ordentlich bügeln und dann hier entlang dieser inneren Kante einmal absteppen. Unser Saum sieht nun so aus und ist damit fertig. Jetzt fehlt nur noch unser Bund. Ich zeige euch hier jetzt die schnellste Bundvariante, einfach nur mit einem Gummi. Und bevor wir den Gummi reinmachen, müssen wir den Bund natürlich erstmal vorbereiten. Der Bund, das ist hier so ein langer Stoffstreifen, der im Bruch zugeschnitten wurde. Und das Erste, was ich mache, ist, dass ich das Ganze zum Ring schließe. Das heißt, ich muss die kurzen Seiten rechts aufeinander stecken und dann hier einmal zusammennähen und die Nahtzugabe auseinanderbügeln. Nachdem das Ganze zum Ring geschlossen ist, ne, so sieht es jetzt aus, müssen wir den ganzen Bund einmal halb umstülpen. Das ist wie wenn wir ein Bündchen nähen. Das heißt, wir legen uns hier so die offenen Kanten aufeinander, sodass die rechte Stoffseite außen liegt. Und dann ist es ganz wichtig, dass wir das nochmal schön bügeln, damit die Kanten auch wirklich aufeinander liegen bleiben. Und so sieht es dann ordentlich gebügelt aus. Die Kanten liegen halt wirklich schön aufeinander. Und jetzt wollen wir daraus noch einen Tunnel machen, damit wir den Gummi einziehen können. Und dazu nähen wir die beiden Lagen hier unten mit nicht ganz einem Zentimeter Nahtzugabe von dieser Kante hin zusammen, rundum. Lassen aber hinten, dort wo auch unsere Naht ist, ungefähr eine 5 cm lange Öffnung, wo wir später den Gummi einziehen können. So, wir haben jetzt hier den Bund soweit vorbereitet, dass wir hier so einen Tunnel haben, wo wir den Gummi einziehen können. Beim Gummi ist es jetzt... Ja, zwei, drei Sachen sind wichtig. Zum einen sollte der Gummi breit genug sein. Das heißt, für den fertigen Bund hier, der fertig 4 cm breit ist, sollte der Gummi eine Breite zwischen 3,5 und 4 cm haben. Wenn ihr da einen zu schmalen Gummi reinmacht, dann ist das nachher nicht nur super unbequem, es sieht auch ganz komisch aus, weil das dann ganz merkwürdige Falten schlägt. Also der Gummi sollte den Bund schon möglichst in der Breite ausfüllen. Zweite Sache ist, Gummi ist nicht gleich Gummi. Es gibt sehr, sehr steife, feste Gummis, es gibt sehr weiche Gummis, es gibt irgendwas dazwischen. Und dazu kommt auch noch, dass jeder Mensch so ein bisschen, auch innerhalb einer Größe, so ein bisschen unterschiedliche Umfänge hat, es vielleicht auch unterschiedlich locker oder eng mag. Deshalb ist es immer schwer, bei einer Gummilänge eine bindende Weite zu geben. Ich habe euch jetzt im E-Book ein paar Längenangaben gegeben, an die ihr euch richten könnt. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, die Gummilänge direkt an dem benähten Männchen zu testen, dann legt einmal den Gummi wirklich um den Männchen drumherum und schaut, wie lang es sein muss. Dehnt das auch mal ein bisschen. Es muss ja eh gedehnt sein, ne? Also wie es das Kind, der Erwachsene, wie auch immer mag. Andere Alternative wäre, man nimmt eine Hose, die gut passt. Im besten Fall auch mit Gummibund und misst daran einfach den Gummi ab. Das mache ich jetzt zum Beispiel hier. Und im Zweifelsfall immer lieber einen Tick enger machen. Also der Gummi, der ist halt einfach ein Gummi, der dehnt sich. Und es ist sehr viel nerviger, wenn der Gummi am Ende zu weit ist. Und man muss den nochmal enger machen, was natürlich auch nachträglich geht. Als dass man ihn so ein bisschen Ticken zu eng gezogen hat, weil das macht der Gummi normalerweise mit. So, wenn ihr dann die Gummilänge habt, dann benötigt ihr eine große Sicherheitsnadel, mit der ihr den Gummi in den Bund einziehen könnt. Befestige ich einfach dran und dann kann ich hier an meiner Öffnung zwischen die beiden Lagen gehen und vorsichtig den Gummi einziehen. Vorsichtig deshalb, weil der Gummi sich nicht verdrehen sollte. Das wäre auch wieder unbequem, würde blöd aussehen. Deshalb da sorgsam umgehen, dass der immer schön glatt liegen bleibt. Auch wenn ihr hier am Ende wieder rausgekommen seid, schön drauf aufpassen, dass sich da nicht irgendwas verdreht, wenn das hier aufeinander steckt. Und dann könnt ihr nämlich hier die Enden vom Gummi einmal ganz gut doll hin und her zusammen annähen und dann kann das in den Bund mit eingezogen werden.
Gummienden habe ich dann zusammengenäht und jetzt kann ich hier durchdehnen, das Ganze reinziehen. Es fusselt jetzt schön hier bei meinem Cord. So. Und die Wendeöffnung kann nun geschlossen werden. Ne, ist ja keine Wendeöffnung, ist ja eine, die Öffnung für den Gummi, die kann geschlossen werden. Und was jetzt noch ganz wichtig ist, und ich würde euch wirklich empfehlen, diesen Schritt nie zu überspringen. Ich sehe das ganz, ganz oft bei Hosen mit Gummis, dass der Gummi nicht abgesteppt ist. Das bedeutet dann leider meistens, dass sich die Weite an einer Stelle sammelt, dass die Hose irgendwie unförmig dadurch aussieht oder dass der Gummi sich innen drin nach mehrmaligem Tragen zusammenklappt, unbequem wird. Deshalb wirklich bitte, bitte immer einen Gummibund absteppen. Und zwar geht es so, dass ihr den Gummi ganz gedehnt habt während des Nähens und dann stellt ihr an eurer Maschine einen möglichst langen und breiten Zickzackstich ein. Also wirklich einen schönen großen Zickzack, mit dem ihr dann wirklich so gedehnt, die ganze Zeit auf Spannung, den Bund einmal hier in der Mitte rundum absteppt. Dann zieht sich das schön gleichmäßig zusammen, ihr habt die Weite rundum verteilt und der Gummi kann sich auch später nach dem Waschen nicht mehr verdrehen oder verschieben und es sieht einfach sehr, 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 sehr viel schöner aus. Nach dem Absteppen solltet ihr dann auch so einen wunderbaren, fast fertigen Bund haben, der jetzt an die Hose kommen kann. Übrigens, nicht, dass ihr euch wundert, ich steppe das Ganze nicht mit Zickzack ab, weil ich das besser mit meiner Industriemaschine machen kann. Die kann nämlich einen ganz langen Geradstich machen und da stelle ich den Geradstich dann immer ganz lange ein. Also es ist dann irgendwie ein 5er Geradstich und weil ich weiß, dass die den wirklich perfekt in der perfekten Länge näht, kann ich das so machen und es zieht sich trotzdem zusammen. Aber Haushaltsmaschinen, die sind da oft, gerade wenn man dann was dehnt, nicht so genau. Und damit sich das am Ende wirklich wieder gut zusammenzieht, würde ich euch immer empfehlen, das wirklich mit Zickzack zu machen. So, aber der Bund ist jetzt soweit vorbereitet und kann mit unserer Hose zusammengefügt werden. Sucht ihr euch am besten nochmal hier die Naht im Bund und dann könnt ihr den einmal so über die Hose stülpen. Und dann fangen wir hinten an der Mitte, also an der Schrittnaht von hinten und dieser Naht im Bund fangen wir an, das zusammenzustecken. Und gehen da jetzt so vor, dass wir den Bund natürlich immer dehnen müssen, weil wir haben ja den Gummi drin. Und stecken uns das einmal rundum an. Wenn ihr den Bund dann komplett angesteckt habt, dann wird er mit Geradstich am besten in dieser Naht hier einmal angenäht. Versucht auch beim Annähen nicht unbedingt auf den Gummi zu kommen. Aber es sollte eigentlich klappen, wenn er hier in dieser Naht bleibt. Und anschließend könnt ihr das Ganze versäubern. Vorsichtig, wenn ihr mit der Overlock näht. Ne? Hier sind dann ein paar dicke Stellen mit den Taschen. Nutzt da lieber das Handrad, nicht, dass euch die Nadel bricht. Und dann zeige ich euch noch den letzten Schritt. Theoretisch ist die Hose nun fertig und kann getragen werden. Es gibt aber noch einen letzten Schritt, den ich euch empfehlen würde. Nämlich, man sieht ja hier, dadurch, dass wir den Gummi drin haben und das zieht sich einfach hier oben zusammen, bilden sich hier unten unterhalb des Bundes so ein bisschen Wellen. Und das sieht nicht ganz so schön aus. Deshalb würde ich euch empfehlen, die Nahtzugabe nach unten zur Hose hinzuklappen und dann nochmal hier unterhalb des Bundes einmal die Hose auf die Nahtzugabe zu nähen. Dann liegt es einfach schöner am Ende. Übrigens, wenn ihr später nochmal an den Bund ran müsst, weil der Gummi doch zu weit ist, geht das eigentlich relativ einfach. Ihr müsst nur einmal diese Steppnaht lösen und könnt dann hier hinten in der Mitte mit einem Nahtauftrenner vorsichtig das einmal auftrennen, den Gummi rausziehen und enger machen oder weiter. Kann man natürlich auch ein Stück Gummi noch einsetzen, wenn es doch zu eng war. Und dann kann man das wieder mit der Hand zunähen und wieder neu absteppen. Also ihr müsst nicht den Bund komplett abmachen, wenn ihr den Gummi enger machen wollt. Und so sieht die fertige Klüngelbuchs dann aus. Das war jetzt wirklich eigentlich super einfach zu nähen. Also ich hoffe auch für euch. Und das Schöne ist, es geht halt wirklich echt schnell. Und man nähte mit Vorliebe eine Hose nach der anderen. Ich glaube, das hier ist meine Hose Nummer 13, die ich in den letzten 2 Monaten genäht habe. Also ich hoffe sehr, ihr habt genauso viel Spaß dabei und euch hat das Video gefallen. Ich würde mich sehr über einen lieben Kommentar freuen und einen Daumen nach oben. Und natürlich wäre es toll, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal.